Was geht, Leute? Hier ist iPhone 7 und iTrain. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Video, wo ich darüber geredet habe, dass es schön wäre, dass man den Lamborghini Centenario wieder, wie soll ich sagen, nehmen könnte oder so. Und ich glaube nicht, dass CSR Racing wirklich auf mich gehört hat, aber unglaublicherweise gab es den Lamborghini aber Centenario wieder in CSR. Es war ein Flash-Event. Ich bin sehr dankbar dafür. Da hatte man eine zweite Chance, den Lamborghini Centenario zu holen. Jawohl, das fand ich sehr, sehr cool. Und jetzt bin ich auch ruhig, dass man zwei Chancen gehabt hat, den Lamborghini Centenario mit 5 lila Sternen zu holen. Ich habe ihn nicht genommen, da ich wahrscheinlich einigermaßen früh ein bisschen überlegt habe, da ich schon sehr viele lila Sterne Autos habe, jedenfalls von der Klasse 5, glaube am meisten. Und da ich mir gedacht, naja, ich habe dieses Auto als großes Modell und auch als kleines Modell, und ich glaube, das reicht mir aus, denn die waren auch nicht sehr, sehr billig. Aber zum einen echt, echt cool von CSR2, wirklich Daumen hoch, haben wieder den Centenario rausgebracht, dass man eine zweite Chance hatte, den zu holen. Echt cool gemacht. Eine andere Sache, die ich auch schon von einigen YouTubern gehört habe, ist, dass die Autos relativ teuer sind. Und da gebe ich dir nur recht, die sind wirklich teuer. Wenn man bedenkt, dass man vielleicht nicht alle Fusionsteile hat oder vielleicht kaum Stufe 6 Teile hat und am Ende das Auto doch nicht so maxed out ist, so wie einer, der sich die größte Mühe gemacht hat, alle Fusionsteile einzubauen und alle Stufe 6 Teile einzubauen, dass das Auto maxed out ist. Eben, so wie für mich. Ich meine, ich habe wahrscheinlich gar kein Stufe 6 Teil für dieses Auto. Und bei diesem Flash-Event bekommt man wahrscheinlich nicht mehr als so 2, 3 Stufe 6 Teile. Und da kann man noch sein Geld verplempern für mehr Fusionsteile und Stufe 6 Teile. Wobei meistens natürlich nur Fusionsteile kommen. Ihr wisst schon, bei den seltenen Importen kann man noch nebenbei Fusionsteile kaufen für weiteres Geld. Und Leute, schon ab dem Punkt war das schon also von Anfang an war das für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, halt, stopp, das werde ich nicht kaufen, ich warte, bis es gratis ist und fertig. Das ist schon Geldmacherei, Leute. Das ist Geldmacherei. Naja. Ich danke trotzdem allen, die jetzt noch am Schauen sind. Und ja, erwartet nicht viel von mir. Ich lade meine Videos nicht regelmäßig hoch, also verlangt nicht viel zu viel von mir. Aber ich glaube, das wird ja auch sowieso nicht. Und ja, dann tschüss. Bis zu einem anderen Mal. Bye.